Im geschichtsträchtigen Pfälzerwald beginnt die zweite Etappe der Zeitreise durch Jahrmillionen. Der Geologe Colin Davy auf den Spuren der Erdgeschichte quer durch unsere Heimat. Entlang der großen Flüsse nach Süden. Vorbei an prachtvollen Bauten und Naturschauspielen, die das Vermächtnis der Steine aufzeigen. Eine Reise hin zum höchsten Berg Deutschlands mit Einblicken, was unsere Welt im Innersten zusammenhält und wie eng unser aller Leben mit den Steinen verwoben ist. Seit Abermillionen Jahren trotzen sie Wind und Wetter. Die Altschlossfelsen im Pfälzerwald haben vieles kommen und gehen sehen. Einst hausten in ihren Höhlen sogar Menschen. Eine nur kurze Episode in ihrer langen Geschichte. Geologinnen und Geologen sind meist begeisterte Wanderer. Und das müssen sie auch sein. Je mehr Steine ich in einem Gebiet angeguckt habe, desto besser kann ich die frühere Umwelt dort rekonstruieren. Steine sind also Zeugen von früheren Erdzeiten. Die Hinweise darauf lernen wir in der Geologie zu lesen. Oft geht das schon mit dem bloßen Auge. Der schön geformte Buntsandstein zum Beispiel. Der stammt aus einer Zeit, als die Erde hier eine Wüste war. Diesen über lange Zeit zusammengepressten Sand benutzen wir heute als Baumaterial. Er hat der Landschaft seinen Stempel aufgeprägt. So sind auch die Mauern des Hambacher Schlosses aus Sandstein. Hier wehte 1832 zum ersten Mal die schwarz-rot-goldene Fahne und machte das Schloss zur Wiege der deutschen Demokratie. Nur wenige Kilometer weiter östlich findet sich der Dom zu Speyer. Im 11. Jahrhundert begann sein Bau mit dem Anspruch, die größte Kirche des Abendlandes zu werden. Sandstein prägt sein Äußeres. Hinter mir sind gigantische Mengen Sand verbaut. Deutschland und Wüste würde man nicht unbedingt zusammenbringen. Doch zu einer Zeit, als alle größeren Landmassen der Erde in einem Superkontinent namens Pangäa vereint waren, erstreckte sich hier eine der größten Wüsten, die die Erde je gesehen hat. Drehen wir die Zeit zurück. Vor ungefähr 250 Millionen Jahren erstreckt sich im Zentrum Pangäas eine Wüste größer als die Sahara. Dort, wo heute der Pfälzerwald liegt, ist damals nur eine flache Senke. Regenfälle sind selten, aber dafür stark. Sturzbäche waschen die Landschaft aus und tragen den Sand ab, der sich an anderer Stelle wieder ablagert. Doch selbst in dieser Einöde gibt es Leben. Der Dimetrodon ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich das Leben an die Umwelt anpasst. Ob sein markantes Rückensegel der Wärmeregulation oder als Körperschmuck bei der Balz dient, vermag heute niemand mehr endgültig zu sagen. Über Jahrmillionen wird auch hier der steingewordene Wüstensand von Wind und Wetter abgetragen. So bildet sich der Teufelstisch, 14 Meter hoch und 284 Tonnen schwer. Heute steht nur noch der harte Felskern. Die weicheren Elemente des Buntsandsteins sind längst verwittert. Bäume prägen den Pfälzerwald mit seinen kargen, sandigen Böden, auf denen Ackerbau kaum möglich ist. Darum auch hat die Tierwelt hier ein sicheres Zuhause gefunden. Bei der Entstehung des Pfälzerwaldes hat ein uraltes Gebirge Pate gestanden. Es liegt unter der heutigen Landschaft und hat seine Struktur gewissermaßen weitervererbt. Die Variszen. Sie prägen vor über 300 Millionen Jahren unsere Heimat.
Steile Gipfel, manche 6.000 bis 8.000 Meter hoch, machen Deutschland damals zu einem Hochgebirgsland. Bei der Bildung von Gebirgen werden immense Kräfte frei. Ein Blick in ihr Inneres zeigt, Gesteine werden gefaltet und gebrochen. Tiefe Risse durchziehen die Variszen, die bis heute unter dem Pfälzerwald erhalten sind. Damals wurden über Jahrmillionen die Gipfel der Variszen abgetragen. Auf den sanfteren Hügeln lagerte sich der Sand aus der Wüste Pangäas ab. Im Steinbruch in Waldhambach kann man gewissermaßen die Vergangenheit ausgraben. Für Geologen wie Colin Devey ermöglicht der Steinbruch einen seltenen Einblick in die Erdkruste. Hier liegen Vergangenheit und Gegenwart auf engstem Raum übereinander. Ganz unten haben wir Granit. Das wird auch hier im Steinbruch abgebaut. Es stammt aus den Variszen und bildet hier das Grundgebirge, das Fundament der Pfalz. Darüber liegen die roten Schichten aus Buntsandstein. Sie bilden das, was wir Geologen Deckgebirge nennen. Gibt es Risse im Grundgebirge, dann beeinflussen sie auch die darüber liegenden Schichten. An der Oberfläche kann Wasser in diese Schwachstelle eindringen. Nach langer Zeit der Erosion bilden sich Täler und nur die steilen Felsbereiche dazwischen bleiben übrig. Im Mittelalter waren diese Felsen ideal für Burgen, mit ihren steilen seitlichen Hängen kaum einnehmbar. So auch die Burg Trifels. Sie steht auf einem dreifach gespaltenen Buntsandsteinfelsen, daher ihr Name. Die Landschaft, die wir heute sehen, ist also immer auch ein Abbild des Untergrundes. Die Felsen, so scheint es mir, lieben ihren Buntsandstein. Sie können ihn sogar schmecken. Das will ich auch mal probieren. Sandsteinböden sind ideal für den Anbau von Wein. Sie entwässern gut und sorgen andererseits für eine stete und gut zu kontrollierende Wasserzufuhr, was den Trauben Zeit zur Reife lässt. Der Buntsandstein in den Böden sorgt dabei für einen typischen und unverwechselbaren Geschmack. Das wussten schon die Römer, die hier Terrassen für den Weinanbau anlegten, die heute noch mit die besten Weine Deutschlands hervorbringen. Mit viel Handarbeit pflegt Jungwinzer Sebastian John seine Reben. Jede Traube wird auf faule Beeren untersucht. Hallo Sebastian. Hallo Colin. Was machst du da gerade? Ich habe hier Geiztriebe weggenommen und ein bisschen selektiv das Laub entfernt, damit die Trauben mehr Sonne bekommen, damit sie auch schön reif werden und die Aromen bilden. Es liegen überall diese schönen Buntsandsteinstücke rum. Was bedeutet das für die Pflanze? Ja, die Weinrebe muss hier in diesen kargen Buntsandsteinböden der Pfalz besonders tief wurzeln, um an ihre Nährstoffe zu kommen. Und hier fungiert der Boden wie ein Magen, der Wasser und Mineralien für die Pflanze bereithält. Und das kann man sicherlich in den Wein schmecken, oder? Ja, natürlich tut man das. Komm, wir probieren mal. Wir haben hier einen wunderschönen goldgelbfarbenen Riesling im Glas. Oh ja, da ist der Geschmack von gelben Früchten wie Marille und ein sehr angenehmer Säure. Und genau diese Säure kommt von diesen kargen, eisenhaltigen Buntsandsteinböden hier in der Pfalz. Aber auch in der Nase. Riech mal. Kräutrige, würzige Aromen, wie zum Beispiel Salbei. Ja, das stimmt. Also Buntsandstein, das schmeckt mir. Ich bedanke mich bei dir. Tschüss. Sehr gerne. Tschüss. In der Pfalz landet die Geologie sogar im Glas. Nicht weit von hier entfernt, entlang des Rheins, prägen Spannungen in der Erdkruste Südwestdeutschland. Um das zu sehen, muss ich in die Luft. Weiter westlich gehen die Ausläufer des Pfälzerwaldes in den Oberrheingraben über. Die vom Rhein durchflossene Tiefebene erstreckt sich über 300 Kilometer zwischen Frankfurt und Basel. Geschützt zwischen Gebirgen findet man hier das wärmste Klima Deutschlands. Mit fruchtbaren Ackerböden aus Löss, reich an Mineralien. Ihn hat die letzte Eiszeit vor knapp 12.000 Jahren hierher verweht.
Steile Abhänge aus Löss und Lehm sind auch das Zuhause eines seltenen Exoten. Der Bienenfresser gräbt in das feinkörnige Erdreich seine bis zu 2 Meter langen Nester und versorgt den Nachwuchs mit Insekten. Der farbenprächtige Luftjäger stammt eigentlich aus den Tropen. Ihn hat der Klimawandel in die wärmer werdenden Gefilde am Oberrheingraben gelockt. Aus so einem Gyrokopter sieht man auf besondere Weise die beeindruckenden Ausmaße des Oberrheingrabens. Von den Vogesen auf meiner rechten bis zu dem Schwarzwald auf meiner linken Seite. Der Rhein hat aber den Graben nicht geschaffen. Seit über 40 Millionen Jahren steht die Erde hier unter Spannung. Die Ebene dazwischen ist im Laufe der Zeit immer wieder abgesackt. Und daraus entstand ein Grabenbruch. Immer wieder hat sich die Erde gedehnt und Risse entstehen lassen. 4 Kilometer tief hat sich der Oberrheingraben in Jahrmillionen abgesenkt. Dass man von der Senke fast nichts wahrnimmt, liegt an den Sedimenten, die sich immer wieder aus den umliegenden Gebirgen in der Grabenstruktur abgelagert haben. Der Rhein ist mit seinen knapp 15 Millionen Jahren viel jünger und hat sich dem Verlauf angepasst. Ein anderer bekannter Fluss Deutschlands soll angeblich hier entspringen, im Schlossgarten zu Donau-Eschingen. In der Personalisierung der Flusswelt weist die Mutter Bahr ihrer jungen Tochter Donau den Weg. Ein paar Sagen gehören ja immer dazu, auch wenn diese schöne Quelle nicht wirklich den Beginn der Donau darstellt. Der liegt nämlich am Ortsrand unter einer Autobahnbrücke. Auf ihrem Weg durch Süddeutschland verbindet die Donau spannende Episoden der Erdgeschichte. Ein paar davon werde ich mir genauer anschauen. Colin Davy beginnt seine Erkundung am Rand der Schwäbischen Alb im oberen Donautal. Geprägt von 160 Millionen Jahren alten Kalkablagerungen aus der Zeit des Jura, in die sich die Donau regelrecht hineingefressen hat. Unterhalb der Burg Wildenstein hat sie Höhlen in die Kalkfelsen gespült. Höhlen, in denen einst Menschen lebten. Auch wenn das mit knapp 45.000 Jahren vor heute für einen Geologen nur ein Wimpernschlag ist. Manche dieser Höhlen boten schon unseren Vorfahren in der Steinzeit einen Unterschlupf. Hier fand man deren Werkzeuge, Figuren und sogar Musikinstrumente. Alles um mich herum besteht aus Kalkstein. Sie sind Überreste aus Algen und riffbildenden Organismen. Wie die heutigen Korallenriffe auch, reichten sie damals vermutlich bis an die Wasseroberfläche. Wer also durch das obere Donautal wandert, bewegt sich praktisch durch das Jura-Meer. Damals schwammen da drin die größten Meeresreptilien aller Zeiten. Zur Zeit des Jura sind weite Teile Süddeutschlands von einem tropischen Meer bedeckt. Plesiosaurier mit ihren langen, wendigen Hälsen bewegen sich wie schwebend durchs Wasser, bis sie zusammen mit den Dinosauriern nach dem berühmtesten Asteroideneinschlag der Welt vor ca. 66 Millionen Jahren für immer verschwinden. Manchmal tut es aber auch eine Nummer kleiner, damit sich alles blitzartig ändert. Wie am Nördlinger Ries, weiter östlich im Grenzgebiet zwischen Schwäbischer und Fränkischer Alb gelegen. Jede Besonderheit der Landschaft und selbst der Bauten hier geht auf einen tödlichen Einschlag zurück. Die Verwandlung von Meeressedimenten zu Kalkfelsen dauert Jahrmillionen. Es gibt aber geologische Prozesse, die in Sekunden schneller vonstatten gehen. Das Gestein, aus dem diese Kirche gebaut wurde, ist in einem Wimpernschlag der Erdgeschichte entstanden. Was sich im Nördlinger Ries vor 15 Millionen Jahren ereignete, hat Spuren hinterlassen, die bis heute noch sichtbar sind. Aus der Satellitenperspektive wird das besonders deutlich.
Ein seltsamer 25 Kilometer großer kreisrunder Einschnitt wird damals aus dem Alpplateau quasi herausgestanzt. Es ist das Werk eines Asteroiden. Zwar weitaus kleiner als der, der die Dinosaurier auslöschte, aber mit einer Geschwindigkeit von rund 70.000 Stundenkilometern ähnlich verheerend, als er im Ries einschlägt. Er setzt so viel Energie frei, dass das umliegende Gestein in Sekundenbruchteilen verdampft. Die Überreste des Kraterrands haben sich in einem Steinbruch noch gut erhalten. Damals lag hier ein Urwald, Lebensraum zahlreicher Tiere. Sie hatten aber keine Chance, dem Inferno zu entkommen. Aus der Glut- und Aschewolke ist dieses helle Gestein über dem Krater herabgeregnet. Der sogenannte Suevit. Da drin sind sogar kleine Diamanten enthalten. Es gilt als eindeutigstes Indiz für Einschlagskrater weltweit und beweist auf eindrucksvolle Weise den Einfluss des Weltraums auf unsere Geologie. Nach dieser außerirdischen Episode brauche ich für meine nächste Etappe ein Boot. Die Reise des Geologen entlang der Kalksteinfelsen geht weiter. Kaum vorstellbar, wie das Naturschauspiel der weißen Wände auf die Mönche gewirkt haben mag, die hier im 7. Jahrhundert ein erstes Kloster an diesem malerischen Ort errichteten. Selbst Colin Davy fällt es schwer, sich nur auf die Geologie des Ortes zu konzentrieren. Er ist unterwegs in einer Zille, dem traditionellen Boot der Donaufischer. Langsam muss der Sommer dem Herbst weichen. Der Geologe ist auf dem letzten Drittel seiner Einjahreswanderung durch Deutschland angekommen. Und die Felsen haben ihn wieder in ihren Bann gezogen. Mittlerweile ist es ganz schön frisch geworden. Hier am Kloster Weltenburg bahnt sich die Donau einen Weg durch die harten Kalkfelsen der Frankenalb. Der Strom drängt sich durch ein immer enger werdendes Korsett aus Gestein und erreicht Wassertiefen von bis zu 20 Metern. Die Kalksteinformationen sind für Kletterer seit langem schon eine Herausforderung. Felsen wie der Bayerische Löwe, die versteinerte Jungfrau oder die drei feindlichen Brüder wollen erst einmal erobert werden. Bis zu 80 Meter hohe Felswände hat das Wasser frei präpariert. Man nennt die Schlucht Donaudurchbruch, aber das eigentlich zu Unrecht. Weil die Donau hat nur die untersten 10 Meter ausgeschürft. Der Rest der Arbeit hat eine ihrer früheren Nebenflüsse geleistet. Ja, die Donau hat sich hier buchstäblich ins gemachte Bett gesetzt. Es war der in der Karte blau gefärbte Urlech, der sich in die Felsen grub. Die Ur-Donau floss weiter nördlich durch die Fränkische Alb. Erst vor rund 150.000 Jahren entstand eine Verbindung der beiden Flussläufe und die Donau übernahm das Bett ihres einstigen Nebenflusses. Den eigentlichen Donaudurchbruch hat also der Lech geschaffen. Flüsse haben die Landschaft der Schwäbischen und Fränkischen Alb geprägt. Vier treffen in und um Regensburg zusammen. Die Donau wird dabei von einem Bauwerk aus dem 12. Jahrhundert überbrückt, das damals, ohne Übertreibung, als kleines Weltwunder galt. Hier gibt es ein ganz interessantes Bauwerk. Das überspannt nicht nur die Donau, das bringt die Geologie mitten in die Stadt hinein. Die steinerne Brücke, nebenbei mit 900 Jahren die älteste erhaltene Brücke Deutschlands, verbindet nicht nur die zwei Ufer hier, sondern durch ihr Baumaterial auch die Geologie der angrenzenden Region. Für den Sockel hat man Kalkstein benutzt. Das sind Stücke von einem Korallriff, das sieht man an den Strukturen. Für die Pfeile hat man Sandstein genommen. Und da drin sind sehr viele Bruchstücke von Muscheln, die zeugen davon, dass dieser Stein unter Meer entstanden ist. Und ganz oben die Brüstung, die ist viel, viel härter. Die besteht aus Steinen, die tief in der Erde bei hoher Temperatur entstanden sind. Und solche Steine findet man hier im Oberpfälzer und Bayerischen Wald. Das ist ein wahrer Flickenteppich an Stein. Und dort wartet ein großes Rätsel auf mich.
Regensburg bildet die nordwestliche Grenze des Bayerischen Walds. Kaum eine andere Gegend in Deutschland ist geologisch so vielfältig. Die Region ist ein Flickenteppich der Gesteine mit unterschiedlichstem Alter, manche bis zu 450 Millionen Jahre alt. Sie wird durchzogen von einer rätselhaften Linie, die sich über 150 Kilometer quer durch die Landschaft erstreckt und lange Zeit Rätsel aufgab. Denn während die meisten Gesteine von Wiesen und Wäldern überwachsen sind, ragen wie aus dem Nichts helle Felsen in einer Linie aus dem Erdboden heraus. Für die Menschen früherer Zeiten Teufelswerk oder auch der versteinerte Kamm eines hier begrabenen Drachens, der Bayerische Pfahl. So eine Felswand mitten im Wald ist ganz schön mysteriös, oder? Es ist kein Wunder, dass die Leute früher dies hier die Teufelsmauer genannt haben. Solche außergewöhnliche Strukturen mitten in der Landschaft sind ein klares Zeichen dafür, dass hier erdgeschichtlich irgendwas Besonderes passiert ist. Diese teuflische Mauer muss irgendeine Art Grenze sein. Geologie ist Detektivarbeit und ich und meine Lupe, wir gehen jetzt auf Spurensuche. Ich werde zunächst die Steine nördlich und südlich des Pfahls ansprechen, wie der Geologe sagt, um herauszufinden, was sich hier am Pfahl abgespielt hat. Nördlich des Pfahls führt Colin Davies Weg durch den Nationalpark Bayerischer Wald. Hier wird die Natur seit Jahren sich selbst überlassen. Im Herbst zeigt sich der Wald in voller Pracht. Seine Bewohner bereiten sich auf den Winter vor, jeder auf seine eigene Art und Weise. So auch die Pilze. Sie verwandeln das Totholz des Nationalparks wieder in nährstoffreiche Erde. Und dienen anderen wiederum als Nahrung, sodass der Kreislauf der Natur hier nie zum Erliegen kommt. Colin Davy will höher hinaus, auf den höchsten Berg des Nationalparks, den Großen Rachel. Auf 1500 Meter Höhe hofft er, Steine zu finden, die ihm einen Einblick in ihr Innerstes gewähren. Als Geologen sind wir daran interessiert, woraus Steine gemacht sind. Nun, das hört sich etwas wissenschaftlich an, ist es aber nicht. Das kann ich eigentlich gut mit meinen zwei Mittagmuffins illustrieren. Von außen sehen sie sich sehr ähnlich. Aber wenn ich sie durchschneide, dann sieht man die Zutaten. Der eine ein leckerer Blaubeermuffin, der andere hat Schokostückchen. Es gibt natürlich viel verschiedene Muffinsorten und auch von Gesteine. Auf die Zutaten kommt es an. Und die können uns noch sehr viel mehr verraten. Die meisten Gesteine sind im Wesentlichen aus verschiedenen Mineralien zusammengesetzt. Bei ihrer Entstehung ist entscheidend, wie tief die Steine im Erdinneren liegen und welcher Druck und welche Temperatur dort herrschen. Analysiert man die Rezeptur eines Gesteins, kennt man gewissermaßen seinen Fingerabdruck und weiß, woher er kommt und wie er an seinem Ursprungsort entstanden ist. Colin Davies Spurensuche führt entlang des Rachelsees. Der Untergrund hier besteht aus Gneis. Seine spezielle Zusammensetzung verrät dem Geologen die Details seiner Entstehung. Ja, genau danach habe ich gesucht. Das sind ganz besondere Gneise, die nur hier nördlich des Pfahls vorkommen. Und jetzt nehme ich meine Lupe und gucke sie mir ganz genau an. Die Zusammensetzung erzählt mir, dass er in mindestens 10 Kilometer Tiefe entstanden ist und dort unter hohem Druck geknetet wurde, bei vielleicht 500 Grad Celsius. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die Steine südlich des Waldes zu erzählen haben. Colin Davy macht sich auf gen Süden. Einige Kilometer weiter liegt die sogenannte Buchberger Leite. Eine Schlucht, geprägt von steilen Felswänden und urwüchsigen Wäldern. Die Felsen außerhalb des Flusses sind von dichtem Moos bewachsen. Sie halten für den Geologen neue Hinweise auf die Frage bereit, was es mit dem Bayerischen Pfahl auf sich hat. Detektive müssen oft versteckte Beweise finden. Und hier in dieser verwunschenen Schlucht finde ich die Hinweise, die ich brauche, um das Rätsel des Pfahls aufzulösen. Das ist ein sogenannter Diatexit.
Der hat offensichtlich eine ganz andere Bergmischung. Ich sehe riesige Feldspäte, Quarz und auch jede Menge Glimmer. Sie sind bei viel höherer Temperatur als die Gneise entstanden. 700 Grad oder sogar mehr. Dadurch haben Teile des Gesteins angefangen zu schmelzen. Das sind diese helleren Bereiche. Das zeigt mir, dass sie in viel größerer Tiefe entstanden sind. Der Wasseramsel ist das egal. Sie ist eine Art Grenzgängerin im Bereich des Bayerischen Pfahls. Sie lebt auf beiden Seiten der geologischen Trennungslinie. Ihr Lebensraum ist geprägt von unterschiedlichstem Gestein aus dem Erdinneren. Die Steine nördlich und südlich des Pfahls sind also in unterschiedlicher Tiefen entstanden. Aber wieso finden wir sie denn heute gemeinsam an der Oberfläche? Die Antwort darauf kann uns nur der Pfahl geben. Den entscheidenden Hinweis findet Colin Davy 50 Kilometer entfernt bei der Burgruine Weißenstein. Sie thront auf den hellen Felsen des Bayerischen Pfahls. Felsen, die einst selbst aus dem Erdinneren nach oben stiegen und heute wie ein Messer tief in die Erdkruste einschneiden. Enorme Kräfte heben und senken die Gebiete links und rechts des Felsens mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. So dringt neues Gestein nach oben, welches sich südlich und nördlich des Pfahls komplett voneinander unterscheidet. Normalerweise bleibt so ein Schnitt durch die Erdkruste im Verborgenen. Am Bayerischen Pfahl ist es allerdings anders. Seine Felsen machen den Schnitt überhaupt erst sichtbar. Vor 275 Millionen Jahren entstanden die Felsen im Riss tief unten und wurden anschließend nach oben befördert. Sie bestehen aus reinem Quarz. Das ist ein sehr begehrter Rohstoff für die Glasherstellung, die hier im Bayerischen Pfahl eine sehr lange Tradition hat. Der Bayerische Pfahl verdeutlicht, dass auch Steine Fahrstuhl fahren können. Im alten Vorland allerdings transportiert ganz was anderes diese schwere Fracht. An der Erdoberfläche sind es unsere Flüsse, die wie Förderbänder mineralische Schwebstoffe, Sand und Sedimente über tausende Kilometer transportieren. Auch an die Isarmündung, 150 Kilometer vor München gelegen, wo sich die Donau mit der Isar verbindet. Und als Oase vielen gefährdeten Arten einen einzigartigen Lebensraum bietet. Darunter der Feuersalamander, der sich als Reisender zwischen Wasser und Land hier besonders wohlfühlt. Amphibien wie er erleben schon seit sehr langer Zeit mit, wie sich immer wieder neue Landschaften formen. Amphibien gibt es schon sehr lange auf der Erde, seit ungefähr 360 Millionen Jahren. Gezwungenermaßen haben sie daher viel Zeit, den Flüssen bei der Arbeit zuzusehen. Aber woher haben diese geologischen Förderbände ihre Gesteinsfracht und wo laden sie sie ab? Beginnen wir mit der Entstehung der Alpen. Feuersalamander sind vor rund 25 Millionen Jahren Zeugen, als die afrikanische auf die eurasische Platte drückt. Den Meeresboden auffaltet und nach oben schiebt, bis nach und nach daraus die Alpen werden. Gewissermaßen versteinerter Meeresboden aus Algen und Korallenresten. Das Meer im Alpenvorland verschwindet. In dem Becken sammeln sich stattdessen Sedimente, Sand und Geröll aus den Bergen. Die vor 2,5 Millionen Jahren einsetzenden Eiszeiten kommen und gehen und bringen wachsende Täler hervor. So entsteht die Gebirgswelt, die wir heute noch kennen. Doch mit ihrer Geburt beginnt auch schon der Zerfall der Alpen. Nur im Zeitraffer ist die ewige Abfolge der Erosion über Jahrmillionen überhaupt zu erkennen. Wasser dringt nach und nach in kleine Risse. Der kalte Wind lässt es zu Eis erstarren, bis es schließlich den Fels sprengt. Brocken um Brocken stürzt ins Tal. Und jeder verliert dabei tausende kleine Bruchstücke. In den Gebirgsbächen setzen sie ihre Reise im Kreislauf der Gesteine fort. Die Strömung reißt sie mit und schleudert sie gegen unzählige andere Steine, was sie kleiner und kleiner werden lässt.
Wie ein unermüdliches Förderband transportieren sie die Gebirgsflüsse ins Alpenvorland. Dort, wo München zu Hause ist und die Isar 14 Kilometer die Stadt durchquert. An ihren Ufern kommen die Steine zunächst zur Ruhe und bilden die bekannten Kiesbänke. Ich bin schon in München angekommen. Diese Kiesel hier am Isarufer haben einen ganz langen Weg aus den Bergen hinter sich. Die ehemaligen Felsbrocken sind klein und rund geschliffen worden. Ihre Mineralogie und das charakteristische Aussehen verraten viel über ihre Herkunft. Die Kiesbänke, außerhalb von München gelegen, gleichen einer einzigartigen Sammlung, die sich aus dem unterschiedlichsten Gestein der 1200 Kilometer langen Alpen zusammensetzt. Ein Teil der Kiesel stammt aus den Kalkalpen des Tiroler Karwendelgebirges, wo die Isar entspringt. Andere kommen von viel weiter her. Darunter auch Glimmerschiefer und Gneise, die vor ca. 20.000 Jahren von Gletschern aus den Ötztaler und Zillertaler Alpen mitgebracht wurden. Auch sie gehören heute zur Isar-Kieselwelt. Die Kiesbänke sind sozusagen ein Archiv der Alpen. Die Isar und die anderen Gebirgsflüsse haben es über lange Zeit angelegt und damit das Becken im Alpenvorland verfüllt. So liegen heutzutage unter München 3 bis 5 Kilometer Alpenschutt. Aber dort unten liegt auch was anderes verborgen. Ein Schatz für eine grünere Zukunft. Der soll den Menschen hier im Winter Wärme spenden. Und wenn ich ehrlich bin, solche Wärme könnte ich jetzt gut gebrauchen. Ich gehe mir das angucken. Mittlerweile sind die Temperaturen unter den Gefrierpunkt gefallen. Am Ufer der Isar bilden sich Eiszapfen. Die Kälte hat den Süden jetzt fest im Griff. Doch unterhalb des Gefrierpunkts des Bodens steigt Wärme aus den Tiefen der Erde. Die im Geothermiekraftwerk Freiham aufgefangen und weitergeleitet wird. München will mit Hilfe der Erdwärme bis 2040 die erste deutsche Metropole sein, die CO2-frei heizt. Hallo Fabian. Hallo Colin, na, schön, dass du da bist. Dankeschön. Hast du ein bisschen Wärme für mich? Na klar, komm, ich zeig dir unser Kraftwerk. Ja, super. Der Anlagentechniker Fabian Sohn überwacht das vollautomatisierte Kraftwerk. Es ist eine von 6 Anlagen in München. Hier wird heißes Thermalwasser aus rund 4 Kilometern Tiefe hochgepumpt und mit Hilfe von Wärmetauschern nutzbar gemacht. Hier kommt das heiße Tiefenthermalwasser mit fast 90 Grad von der Förderbohrung. Ja, und die Rohre sind definitiv heiß. Es ist unglaublich, wie viel Hitze sich hier aus der Erde ziehen lässt. Und das ganz ohne CO2 oder Atommüll zu produzieren. Aber warum gibt es denn so viel heißes Wasser dort unten? Geht man in der Tiefe nach unten, steigt die Temperatur alle 100 Meter um 3 Grad an. Je tiefer, umso heißer das Wasser, das hier in einer Kalksteinschicht 3.000 bis 4.000 Meter unterhalb Münchens fließt und über 100 Grad heiß ist. An die Erdoberfläche gepumpt, wird das Wasser zum Heizen und zur Stromgewinnung genutzt. Abgekühlt wird es zurück in den Untergrund geleitet. Eine grüne Technologie, die unser modernes Leben ermöglicht und doch zurückgeht auf ein Ereignis vor Dutzenden Millionen Jahren, der Entstehung der Alpen. Colin Devi ist im Hochgebirge angekommen, auf der letzten Station seiner geologischen Reise durch Deutschland. Vor mir liegen die Alpen und ich stehe in ein schier endlos erscheinender Winterlandschaft, kuschelig in meiner Polarjacke. Oberhalb von 2500 Meter bleiben die Böden vielerorts auch im Sommer gefroren. Dieser sogenannte Permafrost ist für die Berge von enormer Bedeutung. Um in diese Winterlandschaft richtig einzutauchen, habe ich mir ein ganz besonderes Fortbewegungsmittel ausgesucht. Go, 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 go! Schlittenhunde. Es gibt sie seit fast 10.000 Jahren. Kälte und Schnee sind ihr Element.
Doch die Zahl der winterlichen Frosttage geht zurück. Es schneit weniger und regnet mehr. Schneebedeckte Alpengipfel könnten bald schon der Vergangenheit angehören. So wie auch die Schlittenhunde in der Alpenregion. Was für ein Anblick. Dafür lohnt sich schon anzuhalten. Also wenn man die Berge aus der Ferne sieht, könnte man meinen, dass die aus einem einzigen Gesteinsblock bestehen. Das ist aber nicht der Fall. Sie sind aus vielen Gesteinsblöcken zusammengesetzte Gebilde. Das Eis im Inneren des Berges hält sie teilweise zusammen. Aber was passiert, wenn dieser Kleber schmilzt? So, ready, go! Experten befürchten, dass im Jahr 2100 die Temperaturen hier um bis zu 5 Grad steigen könnten. Was die Wahrscheinlichkeit von unvorhersehbaren Felsstürzen wie dem, der die Inseln im Eibsee schuf, weitaus größer macht. Es herrscht hier am Eibsee eine herrliche Stille. Aber das war nicht immer so. Diese Inseln hier mitten auf dem gefrorenen See haben eine sehr turbulente Geschichte. Vor ungefähr 4000 Jahren löste sich ein Teil von der Zugspitze und rauschte hier durchs Tal. Diese Stücke hier sind Reste der abgebrochenen Masse. Die Abbruchkante ist noch am Berg zu sehen. Aber um ihr Ausmaß zu erkennen, dafür muss ich in die Luft. Nach dem zeitlichen Maßstab eines Geologen ist der Felssturz nur einen Augenaufschlag her. Was sind schon 4000 Jahre? Weshalb es sich lohnt, die quasi frische Abbruchkante aus der Nähe anzuschauen. Erst wenn man mit dem Hubschrauber in der Luft ist, merkt man, wie klein man ist gegenüber diese Berge. Der Eibsee ist unter uns und da sieht man auch, wie viele Inseln. Der Zugspitzgipfel mit der nahen Forschungsstation thront über allem. Von hier aus haben die Bergdoktoren ihren gewaltigen Patienten ständig unter Beobachtung. Also das ist eine andere Art, Geologie zu machen. Die Abbruchkante liegt direkt hinter mir. Damals war es ein gigantischer Bergsturz, der hier runterging. Die Zugspitze stand damals vermutlich auf über 3000 Meter Höhe. Binnen weniger Minuten bricht vor 4000 Jahren ein 900 Meter hoher Felskeil aus der Nordflanke heraus. Rund 200 Millionen Kubikmeter Gestein lösen sich vom Berg. Auch damals könnte die Ursache ein Klimawandel gewesen sein. Die Frage nach der Stabilität der Berge ist heute aktueller denn je. Um mehr darüber zu erfahren, hat sich Colin Devi in der Forschungsstation auf der Südseite der Zugspitze verabredet. Oben angekommen, wartet schon der Permafrost-Experte Michael Krautblatter auf ihn. Hallo Michael. Hi Colin. Mann, du hast einen Arbeitsplatz. Du hast das richtige Wetter mitgebracht. Das ist heute wirklich schön. Ich bin begeistert. Sag mal, ich habe gerade die Abbruchkante mir angeguckt. Ja. Woher weiß man, wie ein Berg auseinanderbricht? Ja. Also wir suchen natürlich nach den Schwächezonen im Gestein. Wie das genau ausschaut und wie die Klüfte ausschauen und was der Permafrost dabei macht, das gucken wir uns am besten drinnen an. Oh ja, super. Dank der Forschungsstation ist die Zugspitze so gut untersucht wie nur wenige andere Berge auf der Erde. Ein Stollen führt von hier oben quer durch das Gipfelmassiv der Zugspitze. Er ermöglicht Messungen im Inneren des Berges an fast jeder Stelle. Das ist das Kloppsystem, das geht hier lang, bis nach unten. Das ist steil nach Norden, fällt es ein. Und wir haben wirklich hier innen Ton und Schluff, also feines Material in der Kluft drin. Das ist bis 10 cm mächtig und hier so, siehst du, richtig hier Ton. Wenn das auftaut, verliert es relativ viel von seiner Stabilität. Das ist sozusagen die Rutschbahn, auf denen irgendwas. Das ist eine Rutschbahn, genau. Also wir haben hier am Grat so kleinere Felsobjekte, die rutschen genau auf diesem Zeug, wenn es auftaut. Ja, wenn der Geologe wissen will, woraus ein Stein besteht, dann macht er einen kleinen Biss-Test. Wenn es knistert zwischen den Zähnen, ist viel Sand drin. Das hier ist total
glatt. Also sehr viel Ton drin. Kein Wunder, dass es rutschig ist. Und kein Wunder, dass Michael und seine Kollegen auf diese Stellen verdammt aufpassen müssen. Die Wissenschaftler folgen dem Stollen immer tiefer in das Bergmassiv hinein. Dort herrschen ganzjährig Temperaturen von minus 2 bis minus 1 Grad. Ihr Ziel ist ein kleiner Messstollen direkt hinter der Nordwand. Eine Wand in dem Stollen dient als erster Indikator, inwieweit die Klimaerwärmung den Berg schon in seinem Innersten erreicht hat. Boden und Wände sind mit Eis überzogen. Noch. Die Zugspitze ist innen drin, ab 2800 Meter komplett gefroren. Ne? Das Eis hält natürlich auch den Fels zusammen. Es ist so eine Art Kitt. Also das hier würde wahrscheinlich runterfallen, wenn das Eis jetzt nicht direkt dran wäre. Die Zugspitze hat eben seit 1900 schon Klimaaufzeichnungen. Wir wissen es wirklich, wie es da oben war. Und seit den 80er Jahren haben wir 1 Grad Erwärmung schon. Und da sehen wir jetzt schon die Reaktion drauf, wie sich der Permafrost zurückzieht. Der Mensch beeinflusst diesen Berg bis in seinen Kern sozusagen. Ja. Ne? Jedes warme Jahr, auf jeden zu warmen Winter oder so reagiert das hier. Und 20, 25 Jahre noch, denke ich, dann ist hier auf dieser Höhe der Permafrost weg. Ja, das ist Wahnsinn. Der Klimawandel greift in den Berg hinein und dadurch kann der Berg auch instabil werden. Die hier entwickelten Messmethoden werden weltweit eingesetzt. Noch ist die Zugspitze stabil, so wie die meisten Berge auf der Erde. Doch da die Erwärmung unseres Planeten fortschreitet, werden nicht nur hier Bergstürze an der Tagesordnung sein. Auf meiner Reise durch Deutschland habe ich gesehen, wie vergänglich alles ist, auch diese Berge. Und das wird umso deutlicher, wenn man die menschliche Zeithorizont verlässt. Als Geologe ist man gewöhnt, eine Art Zeitreisender zu sein. Und mit dem Blick über Jahrmillionen wird es absolut deutlich, wie eng das menschliche Leben mit den Steinen verwoben ist. Wir Menschen sind abhängig von dem, was der Planet uns gibt. Doch unser Handeln ist so tiefgreifend, dass es natürliche Prozesse immer stärker stört. Wenn man auf so einem Berggipfel steht, merkt man, wie winzig wir sind verglichen mit der Natur. So wie kleine Sandkörner sind wir. Aber Sandkörner mit Verantwortung. Weil wenn wir durch die Erderwärmung so einen riesigen Berg zusetzen können, wäre es schon an der Zeit, dass wir die Natur eine Auszeit geben, oder? Ich habe auch gleich jetzt Auszeit, weil meine Reise zu Ende ist. Aber erstmal genieße ich den herrlichen Ausblick von diesem Berggipfel. Tschüss, bis zum nächsten Mal.